So. Okay. Passt da vorne auf das Loch auf. Wo? Da, wenn wir da reingehen, kommt das Loch. Tja, ihr altes Jagdschloss. Das Fenster. Also diese Symbole, ne? Ich weiß auch nicht. Die verfolgen uns auch immer irgendwie. Pass auf. Ey! Ich habe das gesehen. Deswegen habe ich ja gesagt, das Loch. Wir gehen erstmal hier rum. Gucken wir erstmal. Jetzt fängt das auch noch an zu gewittern. Das ist krass. Boah, hier gehen wir hin. Super. Das reicht mir schon, wenn ich das schon sehe. Das ist der Hammer. Wir gehen einmal von außen rum. Ja, da freue ich mich heute Abend drauf. Das geht ja noch weiter hier. Schön intakt ist das auch noch, das freut mich total. Mal endlich mal nichts, was komplett kaputt ist. Dann ist eine Tür offen. Und man kann hier. Oha. Boah, Bernd. Da brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht so lange hinsetzen. Können wir schön rumlaufen erstmal. Machen wir jetzt erstmal eine schöne Begehung. Hier ist ein Loch, ein Schacht. Aber hier kann man rein. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier jetzt auch rein. Gedacht, da kommt was raus. Ja, hier gehen wir rein. Erstmal gucken. Ja, ich glaube mit der Drohne. Meinst du es abfliegen? Da siehst du nicht viel wegen den Bäumen. Kannst jetzt Hose nicht fliegen, weil es regnet. Ja, und Gewitter ist auch. Abfliegen kann man immer noch nachholen. Hör dir erstmal an, das knallt gleich. Oha, guck dir mal den Balken über die an. Nee, ne? Alles voll mit Fledermäuse. Ja. Ja, wir wollen die auch nicht stören. Oh, der ganze Keller ist voll mit Fledermäusen. Da brauchen wir nicht reingehen. Dann lass uns zum anderen Gebäude wieder gehen. Ja, wollen die nicht stören? Ich gucke einmal um die Ecke. Ist alles auch schon eingestürzt. Hier kannst du sowieso nicht. Schreck die bloß nicht auf. Hier ist dicht. Die haben hier abgesperrt mit Ketten, die Türen, weil das ist hier extrem ja, einsturzgefährdet. Du brauchst auch nicht reingehen. Nein. Wir lassen mal die mal in Ruhe. Wir gehen hier weg. Wir wollen die auch nicht stören, da die. Dann würde ich vorschlagen, da vorne reingehen. Das Gebäude. Das geht noch hinten weiter, ne? Komm. Jetzt rechnet das wieder. Oh, wir kriegen Gewitter. Wir müssen das riecht schon wieder nach Scheiße hier. Wir müssen hier gleich rein. Boah!
Oh, was stinkt das hier? Ach, scheiße. Frisch einer hingekickt. Dreh mal einmal rum. Oh, jetzt geht's wieder. Schön ist, hier könnte man auch gut mit der Kamera draußen, ja, ich weiß, gut draußen mit der Kamera langlaufen. Aber da muss es trocken sein. Ja, hier kommen wir nicht rein. Ne, wir gehen vorne rein. Was ist das? Ich habe was gehört. Hier kann man mit dem Auto reinfahren. Hier sind Autospuren, siehst du das? Lass uns in genau wir müssen rein. Lass uns schnell irgendwo reingehen. Wir sitzen hier mitten in den Bäumen, Alter. Scheiße. Wo willst du rein? Vorne will ich rein. Scheiße, Dreck, ey. Mitten im Wald. Erstmal rein. Erstmal vom Gewitter weg. Uiuiui. Guck mal hier. Dahin geht es auch noch, da ist ja das andere Gebäude. Hier sind die auch gelaufen. Die sind auch in das Gebäude gegangen. Genau, da hinten war das Gebäude, wo die lang gelaufen sind. Da müssen wir aufpassen, da war irgendwo ein großes Loch. Na, lass uns mal hier lieber drin bleiben. Wenn der Blitz kommt, das knallt dann. Da ist, glaube ich, eine Tür. Hier ist auch ein Eingang. Ja, ich warte lieber ein bisschen. Wenn das gleich einmal knallt. Da konnte man auf jeden Fall hochgehen. Da sind die hochgegangen irgendwie. Oh, hör dir das mal an. Dennis, ich bleib hier drin erstmal. Komm jetzt. Oh, Alter. Du musst es wieder wissen. Scheiße. Ja, nur eine Garage. Hier vorne müssen wir rein. Hier ist. Da auch, glaube ich, nicht. Doch, doch, hier ist gut. Nee. Dann weiter. Oh. Gleich kommt der Blitz.
kann nicht mehr lange dauern. Hier, da. Da. Pass auf, hier ist ein Loch. Ja, ich gehe hier lang. Da ist die reingegangen. Hier sind die reingegangen. Ich kann mich dran erinnern. Das war da. Da. Erstmal weg hier. Ja, hier kommt die Treppe. Hier sind die reingegangen. Oh, rein. Ja, hier waren die reingegangen. Hier ist die auch die Treppe hochgegangen. Ja, die ist stabil, da können wir beide gleichzeitig rauf. Alter, die Linoleum. Ja, wenn hier der Blitz kommt, ne? Wir sind bei den Kabeln, das ist natürlich auch toll. Oha, ja, hier war sie drin. Hier war das. Ja, Fledermaus. Fledermaus. Hier hinten ist aber auch noch, ne? Ja, mal gucken, wer geht hier raus. Geht noch eine Treppe höher. Hier erstmal gleich da langsam rein. Ich weiß nicht, ob die rausgeflogen war oder ob die da in der Ecke hängt. Das Gute ist, hier ist gute Luft und es ist trocken. Wieder so eine Pentagramme hier oben. Ja. Hier drin ist auch wieder so ein obszönes Zeichen dran gepinselt. Ach, Moment, ich weiß, was das da oben ist. Da fehlt schon das Geländer. Da ist die noch hochgegangen. Ja, hier fehlte das Geländer. Warte mal, ich muss gucken wegen der Statik. Nee, ist okay. Oh, krass. Auch noch ein Gebäude, ne? Hier ist aber schön ruhig, ne? Ich weiß. Aber hier ist schon ruhig drin. Das gefällt mir. Das ist richtig angenehm und das stinkt auch nicht so. Ist auch nicht dicht gepinselt. Hier wäre ein Raum, hier würde ich mich sogar reinsetzen. Ist ein schöner Raum. Hier oben nicht. Aber ich nicht. Das ist, hier ist der Dachboden, glaube ich. Ja. Da. Hier würde noch eine Treppe. Oh, die Decke kommt hier runter. Echt? Oh ja, das ist aber nur noch dieses Abblättern wieder.
Auf dem Boden kriegt mich so keiner rauf. Nee. Nee. Den Raum brauchen wir nicht reingehen. Den Raum fand ich gut hier. War ich schon gut. Ja, hier werden wir natürlich abends das Problem haben, dass natürlich auch Fledermäuse hier drin sind. Ne? Also der Gebäudetrakt, den finde ich richtig gut hier. Auch mit dem Gang wieder. Und der Geruch ist wirklich angenehm. Oh, 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 oh. Problem ist, jetzt müssen wir erstmal hier bleiben. Bis das Gewitter weg ist. Was war das denn? Krummeln vom. Nee, das hat sich angehört, als wenn wie Holz, wenn was zusammensackt. Ja. Das war ein Krummeln vom wegen Gewitter. Also hier sind überall Räume, wo man sich auch mal hinsetzen könnte. Was ich sehr gut finde. Auch schon wieder eine, wo alles abblättert, ne? Was? Oh, das hört sich doch ein bisschen. Warte mal. Nee, ist Gewitter. Ein bisschen weiter. Hier geht's noch nach oben, ne? Mhm. Oh, Dennis. Ich habe eine Eingabe. Das ist eine mega Aufnahme. Das wird eine mega Aufnahme, wenn man hier die Kamera anstellt und den ganzen Gang runter. Guck dir mal an, wie tief das geht. Die Türrahmen fangen das Infrarotlicht ab. Da kommt da hinten nichts an. Die Aufnahme ist mir scheißegal. Ich gehe jetzt nach meinem Gefühl. Ja. Ich hatte ja schon mein Gefühl gehabt, aber hier, weiß ich nicht, würde ich mich ungern hinsetzen. Ich finde das hier super. Aber ich gehe gleich mal noch ein kleines Stück höher. Das mal Waschbecken. Die hingen hinten auch. Ja. Boah. Der Holzfäller, der da hinten war, der hat dann seinen Arbeiten, glaube ich, sofort eingestellt. Ja gut, da sind wir aber dann gleich wieder oben, wo wir eben waren, ne? Ich weiß es gar nicht. Geh mal hoch. Weil das ist so klein, ne? Das ist doch schon so schräg. Das ist der Dachboden. Ja, sag ich doch. Oh nee, bitte nicht. Das ist überhaupt nicht meins.
Das riecht jetzt, wenn hier gerade tapeziert wurde von den Tapeten, weil die Feuchtigkeit, weil die runtergehen. Boah, da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, da wo du jetzt gerade hingehst. Oh, da kannst du nicht raufgeben. Boden durch? Boah, da geht das ja noch nach oben. Nee, da gehe ich nicht rein. Da hängen Fledermäuse. Ja, es muss auch voll sein. Ja, lass mal hin. Lass uns runtergehen. Das ist den ihr Lebensraum. Ja. Würde ich so nicht reingehen. Wir werden mal eben kurz hier einen Cut machen, weil das regnet. Ja, wir können ja nichts machen. Ich bin tot. Tja, jetzt. Jetzt sitzen wir fest. Weißt du was? Ich setze mich hier auf die Treppe. Ich kann nicht die ganze Zeit stehen. Scheißegal. Ja, guck mal, wie weiß die ist. Das hat sich jetzt... Oh, jedes Mal... Kann doch nicht wahr sein, ey. Also, als wenn das nicht sein soll. Können wir nicht durchlaufen jetzt. Geht jetzt erst richtig los. Scheißegal. So, ich habe meine Unterlage. Ich setze mich jetzt hier auf die Treppe. Das halte ich nicht stundenlang aus. Jetzt sitzen wir hier fest. Ja. Also es glaubt uns wieder keiner. Ne? Also war alles gut. Die ganze Zeit. Hat leicht getröpfelt. Ja, wir sind hier auch auf fast 400 Meter Höhe. Und hier ist schon, also wenn das donnert, das ist eine andere Geschichte. Rumst aber ganz schön. Wir haben zumindest noch Glück gehabt, dass wir dann ins Gebäude hier reingehen konnten. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, das ist mitten in so einem Waldgebiet. Was müssen wir einmal? Ja, geh mal lieber da weg. Der kann jederzeit. Genau über uns hier, der Donnerwetter. Da hinten habe ich was Schönes gesehen. Blitzt. Klatsch. Mhm. Wenn der auch in der Nähe. Wenn Boah, der auch geh in, weg in da. Der Nähe einschlägt, ne, da fällt so um. Du fällst um, ich will dabei sitzen. Ich will dabei sitzen. Ja, weil. Dann setz dich doch nach draußen. Wisst ihr was? Uns wird es irgendwann erwischen, uns beide. Uns wird es richtig erwischen. Das kann ich euch sagen. Ey, du sollst das nicht sagen, du sollst immer positiv denken. Ja, das sagt derjenige, der immer sagt, pass auf, Bernd. Jedes Mal, wenn wir die Location verlassen, irgendwann ist das vorbei mit dem Glück. Na? Jetzt können es langsam weggehen. Ja, ich glaube, das ist gleich das Zeitfenster. Nee, ich möchte mal eben den Platz... Immer wenn ich an die Schwelle hier gehe. Ich möchte. Willst du rüber ins andere Gebäude? Ja, da ist noch ein Haus, ein kleines. Kommt man da irgendwo rein? Ja, ist offen. Dann lass doch rüberlaufen. Da winkt auch jemand.
Es passt auf, Freunde, ich sag euch das. So, wenn das jetzt noch einmal knallt, dann laufe ich los. Und ich weiß auch schon, ich lege mich gleich auf die Fresse. Lauf jetzt. Nein, das hat abwarten. Da kommt nichts. Das wird doch heller. Oh, da oben ist ein Balkon. Das ist ja schon weiter weg. Los, los. Oh. Ja, das ist natürlich auch ein... Ja, hier ist alles eingestürzt. Ja, super. Wo hast du mich hingebracht? Jetzt bin ich ja richtig in der Scheiße. Ja. Was ist hier an der Seite? Hier so der ganze Fußboden. Oh, ey, ist alles... Hier müssen wir raus. Ah, super. Also das ist natürlich jetzt eine richtig geile Location. Das war ja ein Fehltritt. Wo geht's denn zurück zu diesem großen Raum? Moment. Wo geht's zurück zu diesem großen Raum? Oh, das ist nass. Oh, es ist wieder nur ein Raum. Es wird immer schlimmer. Und immer kälter. Oh, hier mufft das. Ich will in den großen Raum. Ja, warte mal, der war... Ich bin nur noch weg. Warte mal. Zurück. An der Seite vom Haus war das. Da vorne müssen wir rein. Ja, an der Seite vom Haus. Dann mussten wir doch durchs Fenster. Warte, ich warte das ab. Nee, forget it. So, auf jeden Fall wird es heller, aber das hat nichts zu sagen. Problem ist das Tal, das verstärkt das ja, ne? Warte. Boah, das ist zu wenig. Wir haben ein Zeitfenster von 1,5 Minuten. Das schaffen wir da nicht hinzulaufen. So verrückt, nicht. So ein Scheiß. Vorsicht. Erstmal irgendwo rein. Ja, genau. Hier waren wir doch auch noch nicht. Doch, hier ist das Rundell. Ja, stimmt, hier. Also hier kann man super sitzen. Ja, hier ist perfekt. Den Regen hörst du auch nicht so extrem. Alter. Das ist doch neuer hier, die Ziegelsteinmauer. Das ist Altgemäuer. Das ist hier irgendwie nachgemauert worden. Das Stück, ne? Ich habe auch gesehen, unten waren Leitungen. Warte mal. Früher waren das ja diese, wie heißen die? Bleileitung? Dennis, ist hier was hinter? Das also? Ist doch. Ist hier ein Raum hinter? Bleileitung. Und dann haben die angefangen mit Kunststoffleitung. Ist da was hinter? Das ist doch wie ein Raum? Ja, das ist aber. Okay. Ist nix. Dann haben die da einen neuen Raum rangemauert. Weil das ist hier alles. Das oh, das Gewitter ist fast weg. Jetzt können wir zum Auto. Das hat sich gerade angehört als. Lass zum Auto, komm. Scheiß drauf, weg.
Das ist nicht weit von hier. Da steht das Auto. Los, raus. Lass zum Auto laufen. Boah. Lass uns jetzt zum Auto laufen. Hopp. Das wird alles zu spät. Ist das ein Spielgerüst? Ja, sieht so aus, ne? Und weg. Guck mal, kommt die Sonne schon wieder. Jo. Gewitter ist weg. Jo. Ja, das ist perfekt. Ist auch gleich ganz nah dran.